Hallo meine Freunde, ja, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tenchu 2. Und genau, ich würde sagen, wir machen direkt da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Mir ist noch eine Sache eingefallen, und zwar habe ich gestern vergessen, quasi das Intro mit aufzunehmen. Und für diejenigen von euch, denen das Intro interessiert oder die sich dafür interessieren, packe ich es jetzt mal gleich mal rein. Also ich habe es rausgeschnitten. Ich werde das gleich einfügen und diejenigen, die es nicht interessiert, die können ja vorspulen oder so. Und ja, genau, würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich werde zuerst das Intro abspielen und dann sehen wir uns hier an der Stelle wieder. Also bis gleich. So, genau. Da bin ich wieder. Das war das Intro. Das finde ich sehr schön gemacht auf jeden Fall. Also auch ein langes Intro. Und hat halt sehr schön gezeigt, worum es hier geht. Genau, wir waren ja hier jetzt. Kann man hier eigentlich irgendwie. Nee, kann man nicht. Egal, wir waren ja jetzt hier gestern bei der Festung Goda angekommen und müssen Motohide bekämpfen quasi. Und dann nehme ich mal hier meine Items mit.
Genau, ja, würde ich sagen. Die haben sich ja gestern aufgeteilt, Ayame, Tatsumaru und Rikimaru. Aber mehr dazu später. Wir fangen jetzt erst direkt mal an, würde ich sagen. So, genau. Jetzt sind wir hier in diesem zweiten Level. Mitten in diesem Haus hier. Genau, das war das. Steuerung. Alles klar. Okay. Hier warten nämlich andere Gegner auf uns. Das seht ihr gleich, wie die aussehen. Es sind nämlich grüne. Ja, es sind grüne Gegner. Und hier irgendwo ist doch einer. Hier ist doch irgendjemand. Irgendwo ist doch hier jemand. Mensch. Ja, willkommen in der Festung Goda sozusagen. Und das Feuer da, das kann uns nichts anhaben. Das ist gut. Wo ist denn jetzt der Kerl? Ich hab Angst. Wo ist der? Wo ist der? Verdammt. Ist der über mir? Ja, der ist oben drüber. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Und, oha, was war das denn halt? Mich irgendjemand erschrocken beim Poltern da oben. So, ich glaube, wir sind in der Nähe auf jeden Fall. Ja. Oh, 80. Ja, wo denn? Ist der dahinter? Ja, kann ich nicht sehen jetzt. Ach, das ist doch blöd. So. Genau da kann ich mal reingucken. Ich hoffe, dass der jetzt. Oh Gott, ich hab Schiss. Oh Gott, nein. Oh, hör auf. Der muss doch hier sein. Was macht denn der? Ich hab Angst. Tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen ruhiger bin, aber ich bin gerade konzentriert. Okay. Ah, das Ding hier muss ich aufmachen. Und geh direkt weg. Und zack. Und da ist er doch, siehst du, da ist er doch. Ah, seht ihr, diese Typen sehen nämlich anders aus. Ah, ich warte noch. Genau, so jetzt und ah, komm schon, zack, zack, yes, genau, so, haben wir den gekriegt und ich glaube, irgendwie kann man hier nicht so, ich glaube, dazu muss ich das Schwert einpacken. Ah ja, man kann diese Typen so verschieben hier. So, gehen wir dahin. Weil die Gegner, die werden natürlich aufmerksam, wenn ihre Kollegen hier alle tot auf dem Boden liegen. Und das wollen wir nicht. Was ist das? Ist das eine Falltür? Nein. Okay, gut. Gehen wir weiter. Okay. Oh Gott. So. Wo bist du? Ah, ich habe so einen Schiss. So, der sollte hier drin sein, glaube ich. Nee, okay. Wo ist der? Ah, da ist er doch. Seht ihr diese Silhouette? Ah, was macht der? Das ist ein Bogenschütze. Was macht der da? Ah, er geht weg. Okay. Ja, und das Feuer, da muss man aufpassen, weil. Oh Gott, geh weg. Das war heftig. Knapp, nein, was? Nicht glitschen, Rikimaru, nicht glitschen. So, wo bist du denn? Hey, wo ist der? Mensch, da ist er doch. Kommt jetzt hier rein? Oh Gott, der kommt hier rein, nein. Bleibt da, oh Gott sei Dank, der bleibt da stehen. Das ist gut, so, okay. Zack, nein, ja, zack. Das war der Kill von oben. Oh shit. Oh nein, der hat mich, glaube ich, jetzt entdeckt, weil ich den ganz kurz berührt habe. Shit. Mal weiter hier. Noch ein Stück. Oh jo, da ist. Wo ist der? Hä?
oben. Ah, der ist oben. Alles klar, also die Zahl da unten links, wenn halt der Gegner näher kommt, dann wird die Zahl größer und ich bewege mich auf einen zu und da ist er. Oh, bleib doch da drin stehen! Alter! Oh, was war das denn? Oh shit, ey. Ich hab diese Typen, ja, die haben auch noch nichts. So, was ist hier? Hier sind so Kisten. Da ist aber nichts drin. Manchmal sind in diesen Kisten noch was drin. Also meistens Heiltränke. Na komm schon. Wo bin ich hier überhaupt? Ah, da geht's schon weiter nach oben. Nee, das will ich noch nicht. Wie gesagt, ich möchte ja versuchen, hier alle Leute zu töten. So, hier noch durch. Aber ich glaube, da ist nichts. Da ist nichts. Ah, wir können auch hier rauf, aber warte mal, ist in dieser Kiste da was drin? Nee, leider nicht, oder? Nee, da ist niemand drin, da ist nichts drin. Alles klar, gut, gehen wir mal hier rein. Oh. Ah, da ist doch jemand. So. Mit einem Speer, okay. Sehr brutale Waffen hier auch. So, komm. Und zack. Yo. Nice. Zack, Junge. Ach, das macht Spaß. Ach, dieses Spiel ist einfach herrlich. Der ist oben drüber. Oh. Uiuiui. Nicht tun. Nicht machen das jetzt. Das ist. Oh. Ah, jetzt bin ich hier irgendwie auf der anderen Seite gelandet. Okay. Ja. Hier ist nichts. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Ich glaube, dann gibt es hier auf dieser Etage nichts mehr. Kann ich euch ja mal zeigen hier diese Falltür. Ah, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte jetzt eigentlich nicht runterfallen. Shit. Naja, ist egal. Auf jeden Fall habt ihr es gesehen, dass sie kaputt gehen. So. Oh, oh shit. Oh, habe ich vergessen. Scheiße. Oh, habe ich mich erschrocken. Oh, shit. Geht das nicht? Doch, das geht doch. Ich wollte doch sagen. Ich wollte doch sagen. Naja, jetzt machen wir mal weiter. Wir müssen nämlich in diesem Haus hier immer nach oben. Weil oben jemand auf uns wartet, sozusagen. Ah, ich höre hier die ganze Zeit so Schritte, dieses Dock, 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 Dock. Das sind Schritte von Gegnern, quasi. Und jetzt suche ich hier gerade die Treppe und finde sie nicht. Doch, da ist sie. Alles klar. So, hier hoch mit dir. Boah, habe ich mich gerade eben erschrocken. Ey. Diese scheiß Flamme da. Boah. Da ist wieder eine Falltür. Das sieht man schön bei diesen Grafikglitches. Was machen die denn da oben? Also irgendwie bei meinen Nachbarn ist irgendwas gerade kaputt. So, lauf, 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 lauf. Ja. Zack. Schön die Kehle aufschlitzen. So. So, noch mehr. Wo sind die Gegner? Ich glaube, ja, da hinten ist einer. So, schön anschleichen hier. Wo ist der? Da ist der. Aha, der kommt nämlich hier rein. Beziehungsweise hier lang. Oh Gott! Was macht der denn schon wieder? Oh, Alter. Oh, mein Gott. Puh. Was sollte denn das, ey? Wo ist jetzt der nächste hier? Ist der wieder oben? Nee. Unten? Nee, auch nicht.
Wo ist der? Aha. Ich glaube. Nee. Wo ist der? 77. Ach, da. Pf. Hä? Okay, zack, zack. Jawohl. Der kam jetzt irgendwie aus der Wand, keine Ahnung. Hab ich nicht gesehen. Naja. Schauen wir mal hier rein. Da ist nichts, aber ich sehe meinen Key. Da ist er doch. Oi, oi. Oh. Shit. Um Gottes Willen. Lass dich nicht sehen. Genau. So. Kann ich jetzt zack von der Seite. Boots, ja Junge. Zack. Das ist so stylisch, wie die killen. Okay, was ist hier jetzt? 70, okay. Was ist hier? Ah, das ist die Treppe, aber mich würde interessieren, wo der Gegner jetzt ist. Ah, da ist ein Wasser. Hier, genau. Das ist Heilung gewesen. Das ist cool. So, ich glaube, hier auf der Etage ist jetzt. Ah, doch, wenn wir hier rechts weitergehen. Ah, shit! Shit! Scheiße! Jetzt wurde ich gesehen. Oh nein, das ist. Ach, scheiße, Mann. Das war so blöd. Nur wegen diesen scheiß Fallen, ey. Ja, manchmal gibt es ja auch so komische Fallen, die machen einmal dick, dick, dick und dann drehen sich die Gegner um und dann sehen die dich. Ja, das ist natürlich klar. Irgendwann musste es ja passieren, ne? Wo ist der? Ah, da. Da ist er doch. Schon wieder diese Scheißfalle. Nee, jetzt kill ich den so. Mann. So. Jetzt habt ihr auch mal einen gehört, wie er normal stirbt. Ja, das war scheiße. Jetzt wurde ich zweimal gesehen wegen dieser Scheißfalle da. Ach, das ist doch so eine Kacke. Kann ich nur mit dem Kopf schütteln hier. So. Wo ist der nächste Gegner? Ich glaube, das war's hier auf der Etage. Ja, da bin ich reingekommen. Ah nein, das wollte ich nicht hier. X. Mann, das ist. Ach, zweimal von dem gleichen gesehen werden ist natürlich ein bisschen blöd. Ach, da ist der nächste. Okay, lauf, 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 lauf. Zack. So. Boah. Wie viel. Ih, was ist das? Der Arm ist abgetrennt. Oh Gott. Wie brutal, also okay. Das habe ich auch noch nicht gesehen, so. Okay, gut zu wissen. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt hoch und auf die nächste Ebene. Oder? Oder ist hier noch jemand auf dieser Etage? Nee, der ist über mir, okay. Karte. Wo ist diese Scheißtreppe? Hier. Oder? Ist die hier? Ja, sollte, oder? Genau, ist die Treppe. Nächste Etage. So. Wo ist der Gegner? Ich weiß, dass hier ein Gegner ist. Oh. Wo bist du? Hier nicht, okay. So, okay. Das ist blöd hier. Ah, ich hab so Schiss, ey. Ich will nicht noch mal gesehen werden. Hangel ich an der Wand lang? Da oben. Da oben ist er doch. Oh, ich kann es jetzt. Oh nee, komm. Nee. Ah, das ist die weiße Kiste. Ach Gott, ey. Erstmal der Typ, der ist wichtiger. Was macht der denn?
Wie rum drehst du dich denn? Alter. So, jetzt. Ah, das geht nicht. Ah, da ist wieder so eine Drecksfalle. Ah, das Item hier. Das ist quasi eine Rauchbombe. Das heißt, wenn wir die auf den Gegner schmeißen, dann hustet der erstmal eine Weile lang. Oh, ey, diese Scheiße, was ist das? Was ist das für eine komische Falle? Dick, 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 dick. Ach, Mensch. Wie rum steht der? Kann ich jetzt nicht sehen. Ne? Alter. Oh mein Gott. Lauf. Und kill ihn. Ja, Gott sei Dank. So, dann kommt jetzt der letzte. Diese Scheißgegner hier, ey. Diese blöden Fallen regen mich so auf, ne? Das. Oh, hier auch schon wieder. Nicht durch das volle Feuerlauf. Da, genau das! Diese Scheißfallen da. So, ich muss mir jetzt hier. Weil hier ist. Hä? Nee, hä? Nee, wo waren. Wo ist denn der Gegner? Ja, komm, immer wenn ich hierher laufe, das ist doch blöd. So. So, zack. Zack. Ah, ich glaube, hier war der drin. Hangel ich hier lang. Da hat einer sein Schwert eingepackt. Ja, da ist er. Sehr schön. So, aber warum steht der? Ah, was... Okay. Da ist der. Aber ich trau mich doch nicht. So, zack. Zack. Mal aufschlitzen. So. Richtig. Was? Was? Alter! Was soll das denn? Da habe ich mir aber richtig erschrocken, ey. Da ist ja noch einer direkt. Okay. Na gut, dabei unentdeckt bleiben, das ist schon echt schwer. Also. So. Da oben ist nämlich jemand, genau. Ja, also das Level, das ist auch nicht einfach. Aber manche Gegner sind echt tricky gesetzt hier. Oh, Mann, Mann, Mann. Okay. So, ich mach's jetzt einfach so und kille ich. So, genau. Zack. Geh sterben. So. Er hat nichts, okay. So, der letzte. Da oben ist das, glaube ich, der letzte Gegner, soweit ich weiß. Ich frage mich nur. Aha, da ist er doch. Schaut mal. So. Und. Yes. Yes, er geschafft. Puh. Okay, ich glaube, das war auch die letzte Etage hier. Weil mehr gibt's hier nicht. Jo. Gehen wir mal hoch. Weil mehr gibt's jetzt wirklich nicht mehr, weil wenn wir hier oben sind, haben wir nur noch diesen Gang. Und die Cutscene kommt. Jo. Gucken wir uns mal an. Die laute Cutscene. Töte ihn. Nein, er macht es nicht. Okay. Compassionate fool. Alter. My lord!
Jetzt müssen wir gegen den kämpfen. Den Typen mag ich nicht, weil damals, als ich das Spiel gespielt habe als Kind, da hat der mich immer abgefuckt hier. So. Und ja, genau deshalb. So. Kommen wir jetzt hier. Warte mal, ich muss ein Wurfmesser. Ah ne, nicht Wurfmesser. Hier Kaltschwaps schmeißen. So. Ich weiß, ich brauche sehr viele Items, aber das ist... Oh, wie kommt der denn hier rein? Hey. Oh. Wo ist die Rauchbombe? Da ist die Rauchbombe. Komm. Oh, was machst du denn? Dann zack, 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 zack. Und jetzt drauf, 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 drauf. Einfach nur mit deiner Scheißkanone, ey. Yes, geschafft. Das ist gut. Ja, ich muss, glaube ich, einfach bei den Bosskämpfen ein bisschen lauter sprechen. How humiliating. Oh. Mensch. By a servant. Sayon Motohide, prepare to die. Ja, richtig so, aber... ja. Oh mein Gott. Yo. My lord, I beg you, take the secret passage. Rikimaru, protect him. Go. I can't hold them off forever. Ja, krass, auf jeden Fall. Ja, genialer Meister. Wie ich zweimal entdeckt wurde, das ist... ja, gut. Man kann es halt nicht perfekt machen. Ja, auf jeden Fall, ja. Wir haben jetzt Rhoda haben wir gerettet. Und genau, die bringen den jetzt aus dem Schloss. Schauen wir mal weiter, was noch so passiert. Ja, das speichere ich mal. Mit Save State, muss ich sagen. Ich würde nämlich danach den Part erstmal beenden und dann den nächsten aufnehmen, weil ein Level, ein Part, das passt soweit. So. Oh, my castle burns. All is lost. If only these tears could quench the flames. My lord. What a pathetic being I have become. Boah, der guckt. Lord Goda, are you all right? Sekia, I am glad to see you alive. You must be Rikimaru. Jubei told me how you saved Lord Goda's life. I am in your debt. Saved? It was my sword that Sekia. Where are Kei and Kiku? Oh, my lord, they... What is it? Tell me. My lord, I regret to inform you that your wife, Lady Kei, has been killed, and your daughter, Princess Kiku, kidnapped. Ayame is chasing the kidnapper, but my lord, the kidnapper, the murderer, is your uncle,
Motohide. What? Motohide? It is my fault, my lord. I should have been there. It is no fault of yours, Rikimaru. The blame is mine. And I must bear it alone. My lord. My lord, the enemy has taken advantage of the rebellion to move against us. Toda's troops have crossed our border. What is your command? Toda thinks my uncle's treason leaves us helpless. I'll kill that coward myself! Oh, fuck. I will find Toda, my lord, and bring you his head. Rikimaru? Please, my lord, if you die this day, Sire Motohide will rule. Ja, krass, auf jeden Fall. Toda, your time is at hand. Genau, das nächste Level ist nämlich First Todas Feldlager. Und ich kann es leider nicht lesen, weil es zu schnell weggeht. Ja, krass, was da passiert ist, also. Entschuldigung. So, ja, krass, was da auf jeden Fall passiert ist. Fürst Goda hat seine Frau verloren, quasi, die ist gestorben. Und seine Tochter ist entführt worden von halt seinem Onkel, dem Goda Motohide, gegen den wir gekämpft haben und den er weglaufen lassen hat. Genau. Und ja, das ist typischer Verrat und Arschloch, Natur und so weiter. Nee, ich mache jetzt erstmal den Part hier Schluss, aber keine Sorge, ich nehme noch ein Level direkt jetzt auf, nur wegen der Videolänge, deshalb mache ich jetzt hier kurz einen Schnitt und wir sehen uns hier gleich wieder bei First Todas Feldlager. Also bis gleich.